Servus miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Speed Club Home Training. Heute haben wir wieder eine Übung aus dem Themenbereich Rumpfstabi für euch, und zwar den sogenannten Bird Dog. Dieser kümmert sich vor allem darum, eure diagonale Stabilität zu verbessern, was ja grundsätzlich im Fußball und auch generell im Alltag wichtig ist. Heißt, die meisten Bewegungen funktionieren ja, wie zum Beispiel das Schießen, immer über die Diagonale. Daher ist das auch eine super wichtige Übung, die eigentlich jeder Fußballer machen sollte. Genau. Ich zeige es euch mal ganz kurz von vorne. Die Ausgangsposition sieht folgendermaßen aus. Könnt ihr, wie gesagt, immer gerne entweder eine Matte nehmen oder, wie ich es jetzt mache, ein Handtuch dazu nehmen. Genau. Also, wie gesagt, Ausgangsposition ist beidbeiniger Kniestand, und dann nehmt ihr die Arme nach vorne, sodass ihr dann im Vierfüßlerstand letztendlich seid. Genau. Was dann gemacht wird, ist eben, dass ihr den rechten Arm nach vorne nehmt, beziehungsweise den linken Arm nach vorne nehmt und dann immer das gegenüberliegende Bein hochnehmt. Heißt, wenn ihr jetzt den rechten Arm beispielsweise nach vorne nehmt, dann nehmt ihr das linke Bein nach hinten weg. Ich zeige das Ganze nochmal von der Seite. Das folgendermaßen. Und zwar hier nochmal. Ganz wichtig auch, dass die Ellenbogen hier durchgestreckt sind, dass die Knie hinten auch ungefähr schulterbreit vom Abstand her gelagert sind. Und dann beim Hochgehen ist es entscheidend, dass der Fuß hier nicht zu weit nach oben kommt, weil ihr sonst ein Überstrecken im unteren Rücken häufig sehen werdet. Beziehungsweise zweiter wichtiger Punkt an der Stelle: zieht dazu die Zehenspitze an, habt das Knie durchgestreckt und geht ungefähr hier so weit hoch, dass ihr eben eine Linie bildet mit eurem Oberkörper und dann eben mit dem Arm, den ihr nach vorne wegnehmt. Der Blick geht auch zum Boden, dementsprechend nur auch hier kein Überstrecken in der Halswirbelsäule haben, sondern den Blick Richtung Boden haben und dann den Arm in Verlängerung, dass wir unsere Linie haben, nach vorne wegnehmen. Genau. Das wäre es eigentlich schon zum Bird Dog. Grundsätzlich von der Wiederholungszahl würde ich euch empfehlen, dass ihr das mindestens zweimal pro Seite macht, und am besten macht ihr es wirklich auch progressiv. Das heißt eben, ihr startet, versucht so lange wie möglich drin zu bleiben, dann seht ihr mal, ja, hey, was ist eigentlich mein Ausgangswert? Dann könnt ihr das eigentlich Tag für Tag steigern. Wichtig ist auch mal, dass ihr euch mal einen Tag Pause gönnt. Aber grundsätzlich sind solche isometrischen Übungen von der Belastung her, beziehungsweise von der, generell von der Ermüdung her, ja nicht so extrem, dass man die nicht mit einer hohen Belastungsdichte ausführen kann. Das heißt, dass ihr die häufig und an vielen Tagen nacheinander trainiert. Das ist eigentlich grundsätzlich kein Problem. Genau. Also nochmal zur Zusammenfassung: zweimal pro Seite, das heißt zweimal mit dem linken Arm vorne, zweimal mit dem rechten Arm vorne, am besten gleich im Wechsel. Dann habt ihr immer so ein bisschen Pause zwischen den Seiten. Und genau, dann wäre es das für heute. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch doch gerne. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Servus.